Endlich eine Patientin, ein fauler Zahn macht ihr zu schaffen. Seit Tagen hat Mabia nicht geschlafen, trotzdem musste sie ihr Ehemann zum Zahnarzttermin eher schieben. Die fachkundige Diagnose ist schnell gestellt. Der Fünfer unten rechts, leider schräg verwachsen, nicht mehr zu retten. Ein schwieriger Fall. Immerhin, seit ein paar Jahren greift auch Doc Singh, bevor er nach der Zange langt, zur Betäubungsnadel. Die verdient die Bezeichnung Einwegspritze längst nicht mehr, aber das Wörtchen Hygiene ist Pushkar Singh nicht unbekannt. So bemüht er sich mehr schlecht als recht um das indische Grundverständnis von Sauberkeit. Kunden vor Infektionen schützen. Bei einem so schweren Eingriff aber ist auch Pushkar Singh mit seinem angelernten Wissen am Ende. Hier kann nur der alte Meister helfen, der ist zwar halb blind, aber das richtige Gefühl fürs Wuppen hat ihn nie verlassen. Du stellst dich doch nur so an, weil die Fernsehfritzen dich filmen, kommentiert Pushkar Singh die Quälszene mitleidlos. Immerhin, für 70 Rupien, 2,60 Euro ist Mabia schmerz- und zahnlos, Kopfmassage inklusive. Der Straßenzahnarzt ist konkurrenzlos billig. Doch der Fortschritt und damit die Bürokratie und gesetzlichen Regelungen sind auch in Indien auf dem Vormarsch. Schon sind in den großen Städten die Straßenzahnärzte verboten. Pushkar Singh und sein alter Meister werden auch in Jaipur nicht mehr lange praktizieren. Welchen Job der selbsternannte Zahnarzt dann ergreifen wird, wer weiß. Aber das wäre dann wieder eine andere Geschichte.